Hi, heute geht's an einen Bierwagen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei Minecraft. Und heute wollen wir einen Bierwagen basteln. In Deutschland feiert man das Oktoberfest und ich dachte einfach mal, so eine feste Bude wäre natürlich doof. Von daher machen wir einen Bierwagen. Die kannst du dann das ganze Jahr über überall bei deinen Festen dann platzieren. Muss ja nicht nur beim Oktoberfest sein. Von daher dachte ich, ist doch eine feine Sache. Für solch einen Bierwagen holen wir uns einfach mal ein paar steinzige Stufen raus. Ein schwarzen Betonblock, dann würde ich noch sagen, ein paar Steinstufen. Polierte Anisitstufen, davon nochmal die Treppe, dann holen wir uns einen Hebel raus, denn einen weißen Beton, Quarz, Stufen und Treppen sollten auch dabei sein. Ich kann es nur mal sagen, das hier vor dir ist hier nur ein Musterexemplar, die Blockfarbe und alles bestimmst wie immer du. So, dann wollen wir mal anfangen, unseren Bierwagen uns zu basteln. Wir beginnen erstmal damit, uns einen Kreis zu basteln aus unseren steinzigen Stufen. Aber der Kreuz sollte nicht auf dem Boden liegen, nein, den wollen wir so machen, dass der hier ein bisschen schwebt. Ich zeichne euch das mal ein bisschen vor. Sieht zwar nicht so aus wie ein Kreis, mehr so ein Viereck, wenn man von der Seite guckt, aber das soll so ein bisschen der Grundriss für unseren Bierwagen sein. So, da gehen wir mal ein bisschen ran. Also die Seiten haben jeweils eine Maße von 3 Blöcke. Dann geht man einfach mal so 3 einzelne Stufen zur Seite so schräg weg, sodass wir halt immer genau an den Seiten 3 Stufen haben. Wenn wir dann dieses Maß soweit haben, geht es weiter, dass wir jetzt unseren schwarzen Block einmal nehmen und jeweils hier von diesen 3 Stufen von den Seiten komplett geben wir, würde ich mal sagen, 1-2 Blöcke nach oben und ab dem zweiten setzen wir dann hier immer einen schwarzen Betonklotz hin. Das sollen natürlich unsere Räder sein. Jetzt kannst du natürlich entscheiden, wo vorne der Anbau für unsere Anhängerkupplung natürlich sein sollte. Bei mir möchte ich das gerne auch so haben, dass es nach vorne geht. Von daher lasse ich dann nach außen auch, würde ich mal sagen, einen Block Platz und ab dem zweiten setze ich mir einfach hier den meinen schwarzen Beton hin. So, weiter geht's dann jetzt, dass wir die mittlere Fläche hier von unserem Bierwagen nochmal ausfüllen. Das heißt, jetzt setze ich mir einfach mal außer jetzt hier auf unseren äußeren Ring überall noch eine Steinstufenschicht hin. Ja, das füllen wir dann hier einfach mal aus. Wenn wir denn die Fläche hier ausgefüllt haben mit unseren Steinstufen, geht es jetzt weiter, dass wir vorne den Anbau für unsere Anhängerkupplung jetzt hier einmal vorne platzieren. Das heißt, wir schnappen uns einmal unsere polierten Anisitstufen und stellen jetzt hier zum Wagen eine kleine Verbindung damit dar. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier drauf noch unsere polierte Anisit-Treppe hin und ganz vorne mache ich dann nochmal eine Stufe auf der Höhe unseres Betonblockes hin und darauf mache ich dann einfach noch einen Hebel hin und dann haben wir das auch schon fertig. Weiter geht's denn mit unserem weißen Beton. Nun platzieren wir auf unseren Steinziegelstufen, die wir an der Seite haben, überall eine weiße Betonschicht. Und wenn wir das soweit haben, suchen wir jetzt jeweils den mittleren Block hier von den Seiten aus und platzieren darauf noch 3 weitere Betonklötze einfach mal rauf. So, auf allen Seiten machen wir 3 Stück noch drauf. Wenn wir das soweit haben, schnappen wir jetzt unsere Quarzstufen und können gleich die eigentlich zum Block umbauen. Also du kannst auch gleich einen Block nehmen und machen jetzt an sich das gleiche Muster, was wir jetzt hier unten haben mit unseren weißen Betonblöcken. Einfach nochmal hier oben, sag ich mal, aus den Stufen oder man kann ja dann gleich Blöcke nehmen, formen wir uns das Ganze einfach mal. Wenn wir denn unsere Stufen oder Blöcke dann einmal oben nochmal so lang gezogen haben mit dem gleichen Muster, bleiben wir noch bei den Stufen und platzieren jetzt auf der Außenseite ringsrum überall nochmal in jede Ecke hier eine weitere Stufe. Das machen wir dann halt, bis wir hier einmal komplett ringsrum sind. Einmal komplett ziehen wir hier die Stufen entlang. So, dann steht das alles auch schön über. Wunderbar, sollten wir auch komplett einmal ringsrum machen. Weiter geht's nun immer noch mit unseren Quarzstufen. Jetzt ziehen wir einfach mal hier eine komplette Ebene drauf. Das heißt, jetzt an unseren Blöcken hier platzieren wir innen drin eine Stufenreihe, sodass wir unten jeweils nur einen halben Block jetzt hier noch so übrig haben von unseren Quarzblöcken. Und dann können wir hier einmal komplett die Fläche mit unseren Stufen aushöhlen. Wenn wir das dann ausgeführt haben, platzieren wir eine Stufe, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite. Das kommt dann immer darauf an, wo du jetzt hier diesen Anbau gemacht hast. Bei mir wäre das ja dann jetzt hier die Vorderseite. Lasse ich vorne die ersten 3 Blöcke hier so Platz und ab gleich dahinter in der Mitte setze ich mir eine Stufe. Das mache ich auf der Rückseite genauso. Dann geht es weiter mit den Treppen. Die können wir gleich dahinter einfach mal 3 Stück platzieren. Das machen wir vorne wie hinten. An der Seite hier platzieren wir dann eine Stufe. Das machen wir auch wieder vorne wie hinten. Und wenn wir da eine Stufe platziert haben, können wir jetzt hier die Mitte einfach mal ausfüllen wieder mit den Treppen. Wenn wir die dann so verbunden haben, können wir hier den Innenbereich dann einfach mal mit unseren weißen Betonblöcke zufüllen. Und dann können wir hier gleich noch eine Mitte drauf machen. Da würde ich sagen, machen wir auf eine 2er Höhe. Da kannst du dann deine Banners drauf basteln, halt wie dann dein Wagen heißen soll. Ich habe ganz klassisch halt Bier gemacht, ne, also was auch so ist. Oder weißt du dann halt auch da verkaufst dein Getränke, da schreibst du dann oben hin. So, aber wir nehmen nochmal unsere Stufen zur Hand und jeweils hier an der Seite des Wagens platzieren wir noch 3 weitere Stufen hier auf der Seite, damit das ein bisschen stabiler wirkt. Und dann haben wir erstmal das ganze Blockmaterial verbaut. Das heißt, das können wir einmal wegtun und holen uns Neues.
Um weiterzubauen, holen wir uns jetzt ein paar polierte Dorit-Stufen. Dann würde ich noch sagen, ein Auswurfblock. Dann holen wir uns noch eine schwere Eisendruckplatte, dann einen Kessel, dann ein bisschen Zaun. Dann nehme ich einfach mal hier, was ist das, Fichtenzaun nehme ich mir raus. Davon dann nochmal das gleiche Sound, auch wenn euch irgendeine Zaunfarbe gefallen sollte. Dann holen wir uns ein paar Feuerwiderstandsgetränke raus. Ich finde, das sieht aus wie Bier. Man kann auch jede andere Art von Getränken da verkaufen. Dann holen wir uns noch einen Blumentopf raus. Und ich empfehle dir jetzt einfach mal für diese Farbe Birkenschilder. Du kannst das halt auch andere Schilder nehmen, kommt darauf an, welchen Material du halt deinen Wagen baust. So, wir beginnen erst auch mal mit unseren Schildern. Und zwar möchte ich die Schilder mir gerne hier vorne einmal platzieren. Da kannst du natürlich nochmal deinen Namen draufschreiben oder deine Preise, ne, was du halt im Wagen verkaufst. Und auf der anderen Seite machen wir das Ganze noch einmal. Ich habe mir noch einmal schnell einen Eisenblock rausgesucht, denn wir fliegen jetzt einmal in die Mitte des Wagens und schlagen jetzt hier, würde ich mal sagen, ein Maß von 3x3 hier einfach mal in der Mitte frei. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt einen Eisenblock rausgenommen. Du kannst auch jede andere Farbe nehmen, die du möchtest. Und zwar wollen wir jetzt hier innen drin, sag ich mal, so ein bisschen unseren Tank machen, wo das ganze Bier halt gelagert wird. Da mache ich jetzt in der Mitte, sag ich mal, einen Kessel hin. Da können wir dann gleich schon unser Getränk reinfüllen. Darauf mache ich natürlich hier so einen Anschluss. So, zack, dann kann man hier das auch abzapfen. Ansonsten, man könnte sich auch noch einen Trick machen, sag ich mal. Man macht sich dann hier ein paar Auswurfblöcke hin, so dass man sich da dann auch noch seine Getränke reinpackt. Und dann könnte man natürlich hier mit Druckplatten, dann sag ich mal, wenn wir jetzt hier unser Getränk mal reinfüllen. Man könnte auch natürlich leere Gläser nehmen, um dann hier aus was abzuzapfen. Ne? Kommt, zack. Kann man sich dann jetzt hier so eine Flasche nehmen oder so einen Becher und dann kann man hier was abfüllen und das dann einen Kunden geben. Dabei wollen wir es noch nicht belassen. Als Deko-mäßig könnte man sich natürlich auch noch hier ein paar Blumentöpfe nehmen. Könnten ja auch ein paar Getränke sein, die man schon hier fertig abgezapft hat, ne? Falls hier ein bisschen Andrang ist. Ja, aber ansonsten, wenn wir das erstmal soweit haben, schnappen wir jetzt unsere polierten Dorit-Stufen. Die möchte ich mir gerne hier einmal auf der Außenseite, sag ich mal, hier überall bei unseren weißen Betonblöcke einmal platzieren. Das ziehen wir hier einmal komplett ringsrum. Natürlich auch auf der Rückseite sollten wir die uns hier einmal langziehen. Aber jetzt nicht nur hier auf den Seiten möchte ich mir das langziehen. Nein, auch vorne bei unserem Anbau hier für die Anhängerkupplung mache ich nochmal, würde ich mal sagen, gehe ich nochmal so 2 Stufen nach außen weg. Wir sind aber immer noch nicht fertig mit unserem Wagen. Ich habe mir noch ein paar Sachen rausgeholt. Und zwar so ein paar Deko-Sachen. Zum einen, wir wollen ja, sagen wir mal, hier vorne das Rädchen vielleicht ein bisschen dekorieren. Dann nehmen wir einfach einen Steinknopf, so dass es halt auch so eine kleine Felge kriegt. Dann gehen wir nochmal auf die Rückseite. Und zwar, wir haben jetzt bei unserem Bierwagen leider keinen Eingang. Das müssen wir natürlich noch ändern. Und zwar hier auf der Rückseite schlage ich mal die Mitte einfach mal weg. Ich platziere mir, würde ich mal sagen, hier einfach mal hinten erstmal einen Knopf ran. Denn hier eine Eisenfalltür, ne, soll ja nicht jeder reinkommen hier. So, dann kann man hier schon mal aufmachen. Ups, wir sollten dann auch darauf achten, die Falltür so seitlich zu platzieren, damit die auch richtig schön aufgeht. Jo, so, jetzt können wir gleich beim Probieren. Kommen wir denn jetzt in den Wagen rein? Ja, kommen wir auch wieder raus? Ja, aber das müssten wir rübersteigen, von daher schlage ich hier was weg. Ich würde mal sagen, wir setzen uns hier eine Steinschube etwas niedriger, so dass wir dann hier drauf noch eine Druckplatte uns platzieren können. Der Vorteil ist jetzt, es gibt ja auch Steindruckplatten, von daher fällt das gar nicht auf. So, und wenn wir hier raufgehen, kommen wir dann auch wieder raus. Zu guter Letzt muss man dann natürlich noch seinen Namen oben drauf schreiben. Bei mir wird natürlich Bier verkauft, von daher steht das drauf. Ich habe auf der anderen Seite das Ganze mal auf Englisch draufgeschrieben, damit das jeder verstehen kann, was hier denn so, sagen wir mal sagen, ausgeschenkt wird. Ja, und dann kann man sich den Wagen jetzt natürlich überall hinstellen, wo man möchte, in der Stadt, auf einem Dorffest, sonst wo man halt denkt, sich ein bisschen Bier abzapfen zu müssen. Ansonsten, man kann sich natürlich die Farbe alles ändern beim Bierwagen, von daher habe ich ihn einfach mal wieder in Rot-Weiß gebaut, ne? Da bleibt euch natürlich von der Fantasie alles offen, wie ihr euch den natürlich anmalen wollt. Ja, aber ansonsten sind wir mit unserem Bierwagen auch fertig. Man kann natürlich dann hier noch die Preise draufschreiben, was man hier so verkauft, ne? So, was gibt's denn hier, ne? Ja, aber ansonsten, ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. So sieht der Bierwagen aus in Minecraft-Style. Dann wünsche ich natürlich wieder viel Spaß beim Nachbauen und dann ansonsten stelle ich mich hier vorne safety hin und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.